Wir sollen hier dieses Produkt berechnen. Da vor diesen Klammern ein Mal ist und innerhalb der Klammern mindestens ein Plus oder mindestens ein Minus ist, wenden wir die Distributivität an. Das heißt, wir berechnen zuerst dieses Produkt, das ergibt dann 3x mal 4x Quadrat, so. Und anschließend rechnen wir noch dieses Produkt, das ergibt 3x mal 2y, also so. 3 mal 4 macht 12 und hier steht dann noch das Produkt von x hoch 1 und x hoch 2. Um dieses Produkt zu berechnen, wenden wir diese Formel an, die besagt, dass die Exponenten sich hier addieren. Also rechnen wir x hoch 1 plus 2, das heißt, wir haben hier 12 mal x hoch 3. Und hier haben wir 3 mal 2 macht 6 und hinten dran bleibt x mal y, also 6xy. Und diese Übung ist schon beendet.